Taskfrage gekriegt. Okay. Ja. Findest ein Blatt Schlohkraut. Möchte ich sie wissen? Wenn du es schon so sagst, wahrscheinlich ja. Ja, nichts Schlimmes. Ach so, okay. Mirapla. Turzel. Geh weg, du blöder Bär. Bin nur weh. Pokéjobs. Ah, das ist ein Lutturzel. Das braucht man. Geil! Nicht. Huh? Na, ich werde es ja mal sehen. Ich werde es ja nachher sehen. Oh, wie cool. Das sieht mir nach Kikubi aus. Auch schon eins von. Was blinkt hier? Luxusapfel. Aha. Eine Zutat für Pokémon-Camping-Mahlzeiten. Diese handverlesenen Exemplare sind formschön und glänzen wunderbar. Und drei Luxusäpfel. Pokéjobs. Nanu, bist du ein Trainer? Willst du kämpfen? Warte, was liegt da? Ein Riesenpilz. Okay. W-Laden? Ah, hier kann ich Watt ausgeben. TM Metronom, TM Trittbetrug, TM Aurasphäre, TM Schmarotzer, TM Erdbeben. 8000 Watt brauche ich für Erdbeben. Unsprocken. Okay, Luxusbälle. Luxusbälle kosten 100 Watt. Okay. Sehr, sehr interessant alles hier auf jeden Fall. Weiter. Noch keine interessanten Bären dabei gewesen. Ah, okay. Kikubi wieder. Nice, ist süß. Ich hab meinem Pokémon Arbeit gegeben. Mhm. Ich hab meinen Volin Job gegeben. Oh, das Kikubi ist Level 15. Das ist nicht so einfach für Bunny. Klingt nach dem Standard Flug-Pokémon. Alright. Dusselgur. Dusselgur? Dynamax Dusselgur. Bunny erreicht Level 13, Corgi erreicht Level 11, Nicht-Chigi erreicht Level 10, Klepto erreicht Level 10. Na 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 na. Okay, ihr habt die Fradia-Bären, ich krieg den Rest. Das finde ich okay. Na dann, Dusselgur, leide mal. Schütteln im Baum. Weiter. 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 Na gut. Renn los auf dem Kämpfchen, ich will die Beeren haben. Nimm mal die Beeren. So. Ein Giflor. Was haben wir hier? Ach, Mini-Pilze. Und noch ein Luxusapfel. Autsch. Oh fuck. Hm? Oh fuck. Das tut weh. Die Wonnewiesen? Warte. Komm doch von hier.
Okay. Na gut, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch nochmal. Sind das eigentlich immer die gleichen Pokémon in den Nestern oder kann sich das auch mal ändern? Das ändert sich immer. Oh, ein Safcon. Oh, und ein Rabautz. Aber ich möchte, weit es geht, erstmal neue Pokémon fangen. Kann ich mir das Dolgelgrow jetzt oder vermisse ich nicht? Ich glaube, ist weiß ich nicht. Da ist immer noch Knackleon drin, das hat sich nicht geändert. Oh! Okay, also das bleibt. Sehr schön. Ich hab halt nicht gegen Knackleon gekämpft, deswegen weiß ich nicht, ob sich das vielleicht mit der Zeit ändert oder. Was war das jetzt? Kehrschelle oder Lebensschelle? Hab ich aufgepasst. Kehrschelle, normal. Stärke 25. Nee. Ich glaube, das hier hatte ich schon mal gemacht. Mal gucken, was da jetzt ist. Vorhin war es Pampulin. Ja, es ist wieder Pampulin. Na gut. Vielleicht ändert sich das einfach nach einer gewissen Zeit oder so. Ich hoffe es jedenfalls. Wäre doof, wenn nicht. Ich habe das zweite Mal gegen deine nächste Pokémon gekämpft. Aha. Ich habe das jetzt einmal Kaskade bekommen als Belohnung. Jetzt habe ich zweimal komplett. Okay. Hier schon? Ein Velursi! Warte, was ist da? Das ist eine Fee. Warte mal. Hab ich irgendwas Gutes gegen Fee? Was war nochmal effektiv gegen Fee? Oh. Was war nochmal effektiv gegen Fee? Gift und Stahl. Beides nicht, okay. Welches Pokémon nehme ich dafür? Nehmen wir Corgi. Corgi sollte wenigstens neutral treffen. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Weil 4 Attacken auf Feuer sind nicht sehr effektiv. Dann nehme ich Bunny. Und kämpfen. Ich bin gespannt, was das für eins ist. Bitte lass es das. Bitte lass es Puffiness sein. Oder die Vorstufe. Es ist ein Pi. Ja, wobei Pixie ist ziemlich cool. Ziemlich stark. Ein Kurtel mit Dürre dabei, das ist nice. Ja, das ist cool. Kampf-Pokémon, Pipi. Dynamax. Okay, Sonne scheint eh schon. Ja, wir gehen trotzdem auf den Dynabrand. No, ist das süß. Oh, Pipi mit Spotlight-Taktik, sehr gut. Fokusgurt nehme ich an. Nee, hat so überlebt, okay. Kurtel. Jumbo. Nice, Pi ist schon zur Hälfte down. Ein paar Luxusbälle kaufen sollen.
er dafür vielleicht nicht so schlecht. Kumpel von Horst setzt Fernwurf ein. Ja, ja. Und tschüss. Natürlich will ich es fangen. So, 5 kleine EP-Bonbons. Ein um 5 ganz kleine. Ein Dynamite-Bonbon, eine Seetangbiere und Zauberschein. Ist die Opferfee. Böse. Plus Spezialangriff, minus Spezialverteidigung. Okay. Magieschild. Okay. Ah ja, Pfund wurde jetzt in Klaps umbenannt. Finde ich auch gut. Von Level 18, ne? Ist schon mal ganz nett. In die Box mit dir. Du bist? Oh, du willst kämpfen? Okay. Pokémon-Züchterin Vanessa fordert dich heraus. Oh, sie hat einen Chimpel. No. Na, er wird wahrscheinlich alle 3 Starter haben. Ey, Heuler ist nicht nett, lass das mal. Echt mal, hör auf zu flennen. Da müssen wir doch auf Blut umsteigen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil es regnet, aber hey. Njam, njam. Njam, njam. Was sagst du, was sollte überlegen, was zu essen machen? Ach, hier gibt's auch nicht mehr. Ich sollte mal zusehen, dass ich bald mal weiterkomme. Ja. Luga, da reicht Level 12. Furienschlag. Ja. Ja. Vielleicht für den Silberblick. Ja. Memeon, ja, natürlich möchte ich wechseln. Corgi. Mm-hmm.
gemein. Jetzt flinche ich das Vieh, dann tritt es wieder Full Para. Aber Memmion kommt gar nicht zum Angreifen. Oh, noch eine Full Para. Es hat Klaps eingesetzt. Und nochmal. Yay, Git hat Level 10 erreicht. Oh nein, es hat nicht Jiggy verbrannt. Okay, dafür ist es One-Hit. Sorry, Hoplo. Entwickelt sich Git mal langsam bitte. Gegen mich zu gewinnen ist kein Pappenstiel. Du bist echt der Meister der Naturzone. Okay. 2600 Pokédollar, das ist nice. Ja, Igitt entwickelt sich. Meine erste Entwicklung. Nanu, Igitt entwickelt sich. Okay. Okay, die Animation ist geil. Kerada. Das sieht schon irgendwie cooler aus. Sieht schon besser aus, ja. Für Kerada wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Käfer Psycho. Schöne Kombination. Hey. Inneren seines Panzers wächst es, während es sich auf die Entwicklung vorbereitet. Prüft es mit seinen Psychokräften, was im Freien geschieht. Igitt erlernt Reflektor. Geil. Und Lichtschild. Ein Screener. Cool. Und Konfusion. Du bist ziemlich stark. Pass auf, als Belohnung für deinen Sieg verrate ich dir was. In der Naturzone gibt es viele Items zu finden. Wenn du sie fleißig aufsammelst und verkaufst, wirst du irgendwann steinreich. Genau wie ich. Wart's nur ab, bald bin ich noch stärker, also komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei. Okay. Tja, plötzlich könnte Igitt was können. Plus Innetwesen ist natürlich uncool, plus Spezialfall. Das ist ein sehr defensives Pokémon. Oh, finde ich gut. Kannst mal den Lead übernehmen. Ah, hallo Alpollo. Safron. Epo. Oh, wer bist du denn? Willst du auch kämpfen? Ich bin ziemlich stark und steinreich noch dazu. Wie wär's mit einem Poké? Ist das die gleiche wie? Das ist die gleiche wie eben? Hallo Tindl. Pokémon-Züchterin Vanessa fordert dich heraus. Okay. Wir haben doch gerade erst gekämpft. Wir haben doch gerade erst zur Sau gemacht. wir gehen erst einmal auf den Reflektor. Dass wir die Screens aufsetzen. Oh, mein Doppelkick musst du nur einmal einen Schlag machen. No. Ich kam gar nicht zu dem zweiten. Ist ja auch, glaube ich, vierfach effektiv. Zweigstoß. Hm?
So, und Käfertrutz. Nicht schlecht. Hallo. Und Gitsch hat schon wieder ein Level up. Ja, gegen Hoplo schicken wir nicht Shigi rein. Ist doch vielleicht die bessere Variante. Na, diesmal wieder kein One-Hit. Hat Hoppler auch nicht verdient. Und der Reflektor wirkt nicht mehr. Nicht Shigi erreicht Level 12. Corgi, dein Part. Okay, die Aquaknarre ist nicht cool gegen Corgi. Wir sind nicht im Regen. Okay, dann Bluebird. Nee, Klepto. Klepto kämpft. Klepto kann halt nicht. Klepto ist halt ein Lappen. Nee, ich will mit Bluebird kämpfen. Kleine dicke Vogel sollte sich ja auch bald mal entwickeln, denke ich. Standpauke zu erlernen. Ah. Ja, finde ich gut. Ja, für Prügler setze ich eh nicht ein. Ja, ich weiß, dass ich Meister der Naturzone bin. Gib mir dein Geld. Das hast du mir alles schon mal erzählt. Wir haben eben erst gekämpft. So. Hallo, Garados. Wenn ich mich nicht täusche, geht es in die Arena. Okay. Ja, komm, dich will ich haben. Lorsi ist halt schon süß. Hab ich auch. Meins Level 13. Meins Level 11. Erstmal einen Flottball schmeißen. Gar nicht lange schwächen hier. Einfach fangen. Schon zwei Teddybären. Ja.
Nehmen wir die Sperli. Bin super kreativ. Mal anschauen. Guck mal, man kann keine getragenen Items verwenden. Ja, es ist nicht cool. Oh nein. Hm? Irgendeine Box bitte. Xatu. Jetzt wollen wir doch mal Pokécamping einsetzen. Willst du dich zu eng? Okay, ist schon ein bisschen süß. Ne? Mit der Glocke zu bimmeln hier. Ja. Was haben wir noch für Spielzeuge? Wir haben einen Ball. Okay, hat nur die beiden Spielzeuge. Okay, Menü. Ja. Kochen. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du... Ich habe gerade den Meister für die Geister-Pokémon gesehen. Okay. Shit, wie toll. Bitte wähle eine Zutat. Ach ja, gut, nehmen wir den Luxusapfel. Sinelbeere. Ach, machen wir ruhig mit 3 Sinelbeeren. 2 Amrena-Beeren und... Persenbeere? Da bin ich. Okay. Ja, ich bin ready. umrühren. Und ich schmack es. Ah, zu spät abgeschmeckt, verdammt. Kann ich bitte ganz, ganz schnell speichern? Ich habe nur noch 5%. Oh. Ja. Kannst du doch einfach erstmal die Station stellen, zur Not. Scharfes Apfel-Curry. Ich habe gespeichert. Yay. Yeah. So, jetzt beende ich es. Und jetzt aufladen. Nom, 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 nom. Güteklasse Hokumil. Aha. Alle KP wurden hergestellt, statt Pokémon haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Die kriegen Erfahrungspunkte fürs Fressen? Ja, die kriegen Erfahrungspunkte fürs Fressen. Uff. Na gut. Naja, gut.
Du bist weg. Okay, ich habe was Tolles an Land gezogen. Und zwar was unglaublich Tolles. Für 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzugeben. Ja, okay. Drei Perlen. Ja, okay. In Ordnung. Ja, jetzt ist sie weg. Eine Notiz. Die Naturzone quillt geradezu über von Energie, die man als Watt bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Ich bin in Engine City angekommen. Ich glaube, ich mache dann gleich mal schnell eine Essenspause. Ich kann die Kamera nicht mehr drehen. Ja, ich glaube, ich mache eben eine Pause, um was zu essen. Komm gleich wieder.